Herr Lehrer, gestern die Landtagswahlen in Kärnten, Sie haben sich wahrscheinlich etwas anderes erhofft. Ja, natürlich, ja. Bin sehr, sehr enttäuscht, aber ja. Die SPÖ hat stark verloren, ist das ein eindeutiges Zeichen? Selbstverständlich, ja. Der Blauen aber leider nicht so zugleich, wie man gedacht hat. Köfer auch nicht, Schwarz überraschend stark, ja. Und die Grünen sind nicht dabei, Gott sei Dank. Das war ja auch ein Wunsch von Ihnen, dass die Grünen es nicht in den Landtag schaffen, aber davon sind Sie ausgegangen. Ja, natürlich, man, wir bilden sowas. Man, da muss ich schon geisteskrank sein. Was glauben Sie, wird jetzt auch, was die Landesregierung betrifft, passieren? Wird es eine Änderung geben? Das weiß ich nicht, da bin ich zu weit weg, das kann ich nicht beurteilen. Hatten Sie in Ihrem Umfeld auch das Gefühl, dass die FPÖ mehr zulegen wird? Ja, schon. Ja. Also, wie gesagt, ich bin sehr, sehr enttäuscht darüber. Ja. Aber es wird besser werden. Was wird es besser machen? Alles wird besser werden. Stärker werden wir werden. Und wie gesagt, dann passieren viele, viele Dinge in Österreich. Im Vorfeld ist einiges passiert. Unter anderem gab es auch von der FPÖ-Jugend eine Aussage bezüglich einer Slowenisierung, die man verhindern müsste. Da hat dann auch der Spitzenkandidat Erwin Angerer etwas zurückgerudert, hat von einem Fehler gesprochen. Glauben Sie, hat das auch dazu beigetragen, dass die FPÖ so wenig Prozente dazugewinnen konnte? Möglich, ja. Aber ich stehe hinter den Jungs. Ich bin da derselben Meinung. Also Österreich soll wieder Österreich werden und bleiben. Was bräuchte es dazu? Hätte da vielleicht ein anderer Spitzenkandidat von der FPÖ mehr einfahren können? Na, weiß nicht. Ich glaube, der Mangler ist schon ein guter Mann. Also, ja. Die Unterstützung auch von der Bundespartei, auch von Herbert Kickl, war sehr groß. Hätte es da vielleicht noch mehr gebraucht? Gerade Herbert Kickl als Kärntner hätte da vielleicht noch mehr beitragen können? Na, Kickl gibt eh alles. Also, sind wir sehr, sehr zufrieden mit ihm. Das heißt, die nächsten 5 Jahre befindet man sich quasi wieder im Wahlkampf, nach der Wahl ist vor der Wahl. Glauben Sie, wird es da jetzt auch ein Umdenken beim Wahlkämpfen selbst geben? Ich weiß nicht, ich bin zu weit weg, kann ich nicht sagen, aber auf jeden Fall müssen sehr viele Sachen passieren, weil so kann es nicht mehr weitergehen. Haben Sie sich schon mal vorstellen können, auch selbst in die Politik zu gehen? Nein, ich bin zu schwach, zu direkt, das ist nicht gut, das machen wir nicht. Und Wahlkämpfen für Erwin Angerer, können Sie sich das auch für die Zukunft vorstellen? Ja, weil wir es machen müssen, ja. Sonst wird da kein Licht kommen.